den Bogen treffen. Guck mal, so kämpft man. Bam. Zwei auf einmal und bam. Abhauen und Toilettenpapier nehmen. Auf 6. Verdammt, ich muss dafür, glaube ich, die Waffe wegstecken. Klappt immer noch nicht. Okay, dann drücke ich mal 1 und nimm mal einen Trank. So, und jetzt komme ich. Zack, zack, zack. Ich hätte mal ausweichen sollen. Und ich hau jetzt auch ab und nimm nochmal einen Trank auf 5. Weil ich es kann einfach. Okay, einer ist weg. Zack. Und jetzt noch du. Und ich hasse euch. Ich esse mal einen Apfel. Okay, das war nicht die beste Idee, um gesund zu werden. Aber jetzt bin ich dran mit dem Bogen. Ja klar, und jetzt haut ihr ab. Was seid ihr für? Immer wenn ich den Bogen nehme, ja. Und ich treffe dann aber nicht mehr, verarschen. Ja, okay, dann esse ich jetzt noch einen Apfel. Oder nicht, was habe ich denn auf 3? Ich dachte, da hätte ich im Blitz liegen. Ach so, das ist ein Zauber von mir. Habe ich ja jetzt mehr gekauft, glaube ich. Oder freigeschaltet. Mal testen, ob der irgendwie was bewirkt. Irgendwie nicht viel. Ach so, ja, stimmt. Ich habe AP und deshalb muss das ja aufladen. Aber trotzdem irgendwie... Naja, ich nehme trotzdem lieber meine normale Waffe, die ist ein bisschen... Oh mein Gott, ich habe noch ein Leben. What the fuck? Du bist gestorben. Das stimmt. Letzter Spielstand. Wie oft will ich heute noch sterben? Gute Frage. Nächste Frage. Hier geht's runter. Hier waren noch ein paar Pilze. Und vielleicht leiche ich diesmal wirklich einfach ran. Nimm mir erstmal mit 2 den Bogen und überrasche sie alle. Okay, jetzt kann ich noch gehen. Jetzt mal circa. Sehe ich schon einen Nope. So, sobald ich hier die Pilze habe. So, Pilz, Pilz. Sobald ich die Möglichkeit habe, einen abzuschießen, bleibe ich stehen. Nichts. Nein, okay, jetzt sollte ich aufhören zu schleichen. So. So, zack, zack. Zack, zack und zack und... Okay, jetzt sollte ich wirklich ganz schnell irgendwie einen Trank nehmen. Perfekto gemacht, perfekt getimt. Zack, zack. Noch einmal schlagen und jetzt tue ich das kurz weg und hau in die Richtung ab. Nimm einfach mal auf 3 das hier. Zack. Einfach weil ich es kann und nicht weil es irgendwas bringt. Ach, da ist immer noch dieser verkackte Bogenschützen-Typ. Dann nehme ich mal kurz einen Trank. Geh nur mal kurz auf 1. So, und mache jetzt erstmal diesen Schargo platt, der mich nicht treffen kann. Scheiße, jetzt hat er mich getroffen, nur 50% und ich bin rot. Und ich weiche zur Seite aus und jetzt mache ich diesen scheiß Rebellenplatz einfach so bam, bam und bam. So, der hatte nichts Besonderes dabei, ein Bogen, eine Armbrust und so weiter. Eine Armbrust, cool, stimmt. So, da hat auch nicht mehr viel dabei und ich nehme jetzt, ich nehme Klopapier, zack. Mir geht's wieder gut. Was macht er damit? Bindet er sich das mit dem Kopf oder frisst er das? Keine Ahnung hier. Vielleicht will er einen neuen Trend setzen und ne, ist schon. Wenn nicht, ist auch egal. ich kann keinen Schrank eröffnen. Okay, die haben sich hier unten ein Bett eingerichtet. Naja, wenn es deren Hobby ist, Betten in der Höhle zu tragen, wie eine komplette Einrichtung, dann sollen sie ihr Hobby ruhig ausleben. Meins ist es nicht. Spielstand erfolgreich erstellt. Ja, dann nehme ich noch ein paar von diesen Dämonenkäppchen mit, nimm ein bisschen Eisen oder Erze mit, keine Ahnung. Und frage mich hier, wo die den gefangen halten. Bisher sieht sie eigentlich ganz toll aus. Stroh, nein, er legt dich nicht auf eine Strommatratze.
Wahrscheinlich da rechts im letzten Zipfelchen, was wir hier sehen. Hey, sind anscheinend sehr viele Gegner. Wahrscheinlich kann ich von hier oben dann schon einen abschießen. Vielleicht ist es jetzt nicht auch der Liebe und ich mache irgendwas falsch, aber ich meine, hey, was soll es von mir, wenn wir das machen, wenn das überhaupt nichts bringt? Okay, anscheinend bringt es wirklich überhaupt nichts. Dann gehe ich einfach mal runter mit gezogener Waffe oder ich schleiche einfach mal. Gittertür, eine offene Gittertür. Wenn die den in offenen Gittertüren einsperren, dann weiß ich auch nicht, was los ist. Okay, der ist doch nicht lieb. Ich dachte jetzt, der ist mein Freund. Okay, der Typ ist anscheinend OP und sperrt sich selber in offenen Gittertüren ein. Aber niemand kommt gegen mich, weiß schon, an. Zack, und jetzt hau drauf. Zack, und ja. Ich bin zwar ausgewichen, aber ich meine, hey, wenn der Spaß dran hat, mich zu töten, wenn ich nicht mal vor ihm stehe. Dann, ich meine, was soll's. Hab ja eh gerade gespeichert und ich werde wahrscheinlich heute noch auf das sterben. Und ich muss nach da. Stimmt. Und was mein Plan jetzt? Sicher, dass ich nach hier muss? Nee, ich komme doch von da, ich muss da lang. Was mein Plan jetzt ist, ich öffne die Tür, schleiche mich an und dann gebe ich ihnen ein paar Header mit meinen, ich glaube mit meinen einzigen 5 brennenden Pfeilen. Der ist es wert, weil er es uns wert ist. Ja, einfach mal hier lang gehen. Acht drücken. Cool, plötzlich wird alles hell. Zwei drücken. Nee. Ah, war richtig. So, und jetzt. Hypergeschwindigkeit. So, jetzt nochmal zwei. Falsch das Moment. Zack. Oh, das zieht dem sehr viel. Komm, lass hier draußen kämpfen. Hier hast du kein Heimvorteil. So, zack, zack, zack. Und er schlägt schon wieder aus. Und zack, wieder daneben. Und ich hau drauf. Ich hau drauf. Bis dein Auge wieder lila ist. Schleichwerbung für RTT und so weiter. Ja, ich halte mein Maul, weil das ja echt nicht toll ist. Naja, egal. Ja, hau mir in mein Face. So, ich hau dir in deins. Ich lieg in Führung. Ich hab mehr Leben als du. Muhahaha, und du hast mich verfehlt. Und zack, jetzt noch wenige Schläge und zack, noch einmal ausweichen. Voll in die falsche Richtung, jetzt bist du tot. Hey, deine Waffe will ich unbedingt haben. Die Aura des kalten Hasses, die von dieser Waffe ausgeht, ist beinahe greifbar. Ihre Herkunft ist ein Mysterium, denn Adornos Werk wird sie ein nicht sein. Die Kälte-Aura hat bei einem Treffer eine Wahrscheinlichkeit von 66% den Gegner für 5 Sekunden auf 66% seiner normalen Geschwindigkeit zu verlangsamen und verursacht dabei 35 zusätzlichen Schaden, 24 Nahkampfschaden, Alter. Geile Sache. Gedrückt halten. Achso, ich habe jetzt gerade das auch probiert mit diesem, wenn die Waffe leuchtet. Endlich habe ich es mal gecheckt, wie die leuchtet. Wenn ich jetzt 3 drücke, nee, schickt die Waffe weg, okay. Aber ist eine gute Fackel hier auch, dieses Teil und so weiter. Doppelzeller? Hier nicht. Nicht geweiht in die Dunkelheit. Hallo, du bist der Gefangene. Meermond, hallo Meermond, ja, ich habe dich gefunden. Bei Innos, wer bist du denn? Kommen, um mich zu ermorden. Nein, ich habe nicht den Türsteher vor deinen Augen ermordet und seine Waffe genommen und jetzt deine offene Tür geöffnet. Ja, egal. Ich hol dich hier raus. Los, lass uns gehen. Was ist mit dem Foltermeister? Ich bin kein guter Kämpfer. Er ist tot. Bist du blind? Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ach so, okay. Das erklärt einiges. Ein tüchtiger Mann. Du hast mich gerettet. Ich wusste, dass der Baron jemanden schicken würde. Ich habe das nicht für den Baron gemacht, sondern für einen Freund. Ist das so? Nun,
Warum auch immer. Ich danke dir. Keine Ursache. Ich glaube, der ist das. Wir gehen jetzt nach Stuart. Ich brauche einen Passierschein zum Silbersee. Nicht so hastig. Wenn ich ohne meine Dokumente zurückkehre, wird der Baron nicht besonders erfreut sein. Das wird ja immer besser. Was sind das für Dokumente? Und wo sind sie? Was es für Dokumente sind, kann ich dir nicht verraten, aber... Du solltest in der Höhle unter Octas Farm suchen. Dort wollten die Rebellen sie hinbringen. Wenn ich die Dokumente habe, bringe ich sie dann zu dir? Nein. Bring sie ruhig zu Baron Renwick. Ein kleines Zeichen meiner Gunst. Dann kannst du nämlich gleich mit ihm über deine Anliegen sprechen. Ah, der kennt anscheinend, dass ich weiß, dass ich Anliegen habe. Okay, der ist jetzt frei und geht irgendwie von alleine raus. Ich muss jetzt noch irgendwie Papiere besorgen, keine Ahnung. Ich werde jetzt hier natürlich die Folge jetzt beenden. Wäre aber total behindert, weil ich nur leider keine Ahnung danach habe, was ich machen wollte. Das heißt, ich mache es lieber jetzt, anstatt dass ich es irgendwann später vergessen habe. Oh, eine tote Leiche. Deshalb muss ich, glaube ich, hier zurückgehen. Oder was hat er gelabert? Kann ich nicht irgendwie L drücken? Perfekt, aktuelle Aufträge. Kreaturen, aktuelle Aufträge. Gothic Tale. Du hast das Räuber überwägen und die Brücke in den Norden der überqueren. Was sind das hier? Stimmwalker, mehr oder egal. Der vergessene Gräber, du hast eine Schriftrolle gefunden, in der es von einer Rune der Eisen gemacht die Rede ist. Das heißt, diese Rune sei vor Sterafischen Magieren. Und hier, Mensch. Oh Gott, ich lese gerade ein bisschen. Okay. Jeder Magier habe ein Bruchstück der Rune mit in sein Grab genommen. Vielleicht gelingt es dir, die Gräber der Magier und die Bruchstücke der alten Rune zu finden. Es würde es dir ermöglichen, die Rune wieder zusammenzuführen und dir die Macht des Eises zu eigen zu machen. 30 Bruchstücke, okay, schöne Sache. Gerig hat dir von den unheimlichen Haus in seiner Nachbarschaft erzählt. Nee. Altertümliche Relikte. Gorma hat dir zum Zeichen seines Segens ein kleines Y-förmiges Relikt geschenkt und dir erzählt, dass es sein Großvater dieses Relikt auf Argan gefunden hat. Dort soll es noch mehr dieser Relikte geben. Das heißt, dass derjenige, der sie alle findet, Ruhm und Reichtum erntet. Okay, davon habe ich ja schon eben eins gefunden. Du hast Mermut befreit, genau, da wollte ich hin und damit bewiesen, dass Diego kein Mörder ist. Das allein wird allerdings nicht ausreichen, um die Gunst des Barons zu erlangen. Mermut hat dir von wichtigen Dokumenten erzählt, die ihm die Rebellen gestohlen haben. Die Dokumente wurden in ein zweites Versteck der Rebellen gebracht, das sich angeblich unter Octas Farm befindet. Octas Farm liegt nicht weit von der Stadt entfernt, im Herzen der Stewakers Landes versucht, in das Versteck unter der Farm zu gelangen. Okay, dann war ich anscheinend doch richtig und musste hinten rausgehen und muss dann in ein Versteck unter einer Farm kommen. Ja, hi, führst du mich auch noch direkt dahin? Ich hab doch keine Zeit.